Rettet Sora. Oh nein, Sora wurde vom Blitz getroffen. Sweet. Blitzschlag. Ohnmächtig. Na toll. Aber Nova ist schon dran. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn. In der finalen Version im Militäraußenposten-Modus haben wir hier ein Feld, das ist euch vielleicht beim letzten Mal schon aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich drauf eingegangen bin schon. Das sind Kristalle, die nötig sein werden, um bestimmte Items zu craften, und zwar die Items, die mit Energieumwandlung zu tun haben. Also quasi zum Beispiel diese Energiezellen, die man bisher ja immer nur mit, ich glaube, CPUs und Legierungen hergestellt hat. Da braucht man jetzt auch diese Kristalle hier dafür, und die wachsen quasi am Boden. Genau wie auch die Pflanzen, die man anpflanzen kann. Was ich halt lustig finde, ist, dass man auch die Kristalle düngen kann mit tierischem Dünger. Das ist halt irgendwie lustig, die werden auch mit Scheiße gedüngt. Genau, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Stranded Alien Dawn reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie eure Strategie aussieht. Das ist auch mal ganz interessant, weil jeder hat ja seine eigene Strategie. Und wir haben nicht genügend Stauraum. Das ist hier, weil Rita manchmal Items abbricht beim Kochen. Da liegt manchmal dann was auf dem Boden, was nicht fertig ist, und da gibt es keinen Stauraum dafür. Das ist aber egal, das macht nichts. Das sind quasi unfertig crafted Items. Genau, wir hatten jetzt auch nochmal Expeditionen zwischendurch gestartet. Und zwar haben wir hier jetzt nochmal CPUs bekommen von Ken, der ist ja wieder unterwegs gewesen, war fleißig. Und wir haben Erz gefunden und Scrap Metal. Also das sieht eigentlich ganz gut aus, so insgesamt, was wir alles bekommen haben. Und wir sind gerade noch dabei, an der jetzt mittlerweile vollständigen zweiten Verteidigungslinie, eigentlich ja ist es die erste Verteidigungslinie, die Holzpalisade halt, dass wir da an den Toren jetzt nochmal Fallen auslegen, damit wir dort halt die Gegner schon so ein bisschen behaken können. Jetzt wäre auch noch der Plan, dass wir bei diesen Toren am besten auch noch Flammenwerfer aufbauen. Wenn die dann durch die Tore laufen, dann werden die dann auch gleich von Flammenwerfern von links und rechts beackert. Das wäre eigentlich ganz schlau. Die müssen wir aber so aufstellen, dass die sich nicht gegenseitig platt machen. 20 Legierung kostet so ein Flamme. Wir können das ja hier schon mal aufbauen an der Stelle, mal testweise. Und einfach mal gucken, wie das so funzt. Genau, guck mal, wenn sie so ein Kreuzfeuer erzeugen. Wenn die Gegner dann hier reinkommen, werden sie von links und rechts immer schön beackert. Das ist schon, glaube ich, ganz sinnvoll. Und dann kann man ja dasselbe theoretisch auch nochmal dahinter aufstellen. Weil wenn die nämlich mehr oder weniger straight zum nächstgelegenen Tor laufen, laufen sie entweder... Also gehen ja immer straight zu den Survivern, laufen sie entweder hier hin oder hier hin, wenn sie durch dieses Tor hier kommen. Und dann teilt sich der Strom hier so ein bisschen. Dann könnte man hier noch eine Falle hinstellen, einen Flammenwerfer, und vielleicht dann irgendwie hier noch so oder hier, dass die halt immer so ein bisschen da reinlaufen dann in die Reichweite von so einem Ding. Ne? Also wenn man jetzt hier sich eine Linie denkt, könnte man die natürlich da noch so ein bisschen aufstellen oder vielleicht hier noch einen, genau. Ist auch auf jeden Fall nicht so unschlau, dass wir das machen. Weil das sind ja auch Verteidigungsanlagen, die keinen Strom brauchen am Ende des Tages. Kann ja auch mal sein, dass man aus irgendeinem Grund mal keinen Strom hat, warum auch immer. Wenn beispielsweise durch eine ungünstige Würfelung alle Batterien ausfallen sollten, warum auch immer, dann hat man ja keine Energie oder nur noch das, was reinkommt und nicht mehr das, was gespeichert ist. Und dann, ja, wenn man dann keine Flammenwerfer hat, die dann die Gegner wenigstens mal ein bisschen noch, ja, Schaden zufügen, wenn die dann zu einem kommen, dann könnte es ein bisschen eng werden schon tatsächlich. Weil die Fallenanzahl, also hier die normalen Bärenfallen hier, die reichen halt nicht aus, um das alles zu verteidigen. Oh, hier habe ich noch gar keine Fallen gesetzt vor dem Tor, Mensch. Gut, dass ich das noch gesehen habe, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, siehst du mal. Aber wie habe ich das hier immer gemacht? Genau, ich habe das immer so direkt dran gelegt schon. Wobei, ich glaube, wir können sogar einen kleinen Abstand lassen. Und dann da links und rechts vielleicht noch Flammenwerfer hinsetzen. Passen da Flammenwerfer hin? Zufälligerweise? Nee, leider nicht. Okay, nee, dann vergesst, was ich gesagt habe. Dann machen wir das dann doch lieber so. Jetzt haben wir noch 229 Scrap Metal. Aber wir können ja Ken auch gleich nochmal losschicken. Der schläft gerade. Der muss sich nochmal erholen. Der hat jetzt ganz schön viele Expeditionen wieder durchgeführt. Fallen zwischen den Flammenwerfern, um den Brandeffekt zu strecken. Du meinst jetzt
Ah ja, genau, da. Ich verstehe, wie du das meinst. Hier die Felder hier noch mit mit Fallen ausstatten, damit die da hängen bleiben, genau. Ja, wie gesagt, manche Gegner bleiben nicht hängen in den Fallen. Die Junos zum Beispiel, die rennen einfach durch. Also, die haben eine 90% Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht hängen bleiben in den Fallen. Ja. Das heißt, je mehr Fallen man dann aber auch hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Juno dann doch hängen bleibt. Weil es wird ja bei jeder Falle immer neu gewürfelt, glaube ich. Und das heißt, irgendwann ist dann mal der Würfel, die 10% hat er dann irgendwann mal, wenn er über eine bestimmte Anzahl drüber läuft. Ja, also ist halt Glückssache mehr oder weniger. Aber je mehr gewürfelt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann doch mal in der Falle steht. Insofern, ja, sind eine hohe Anzahl an Fallen, an Tretminen sind eigentlich schon sinnvoll. Damit halt diese Gegner auch irgendwann einfach hängen werden. Vor allem die großen Junos. Gibt ja noch die richtig großen, die Mega-Junos da. Die so dunkel aussehen. Dunkle Haut haben. Die sind auf jeden Fall richtig krass. Und die willst du auf jeden Fall nicht in der Base haben. Weil wenn die nämlich deine Survivor schlagen, dann kriegen die nochmal irgendwie so einen Blutrausch oder so. Dann sind die nochmal extra aggressiv. Also das sind richtig üble Viecher. Dann werden die nochmal, kriegen nochmal einen Stärkebonus irgendwie auch. Also auf jeden Fall, die sollte man auch immer versuchen zuerst zu töten. Egal wie. Ich überlege vielleicht doch nochmal eine Wärmepumpe auch zu bauen. Wenn jetzt eine Hitzewelle kommt, wäre das vielleicht noch ganz gut, dass wir innen drin die Temperatur ein bisschen gesenkt kriegen noch. Maschinengewehre noch aufstellen. Ja, das auch. Das ist auch noch so ein Punkt. Da fehlen uns auch noch welche. Genau, das wollte ich auch noch machen. Stimmt. Da mache ich das immer so. Warte, dass man das dann hier auf so eine Kante stellt. Und die Kante dann aber nach links noch erweitert, damit da neben dem Geschütz auch noch ein Survivor-Platz hat. Weil die können sich ja da oben auch mit hinstellen noch. Also quasi hier das Geschütz und dann nochmal hier bei Unterkünfte und Boden und dann nochmal Betonboden und den dann wieder nach oben machen. Genauso, dass dann da der Survivor direkt neben dem Turret noch stehen kann, genau. Habe mir das Video auf YouTube angesehen. Der neue Ansatz, die Basis aufzubauen, scheint zu funktionieren. Ja, ich bin auch momentan ganz zufrieden mit dem Ergebnis bisher. Wie gesagt, bis auf die Tatsache, dass wir ganz am Anfang einen schon fast verloren hätten von den Survivern. Das war sehr knapp. Ja, lieber ganz am Anfang, als wie wenn dann wirklich die Horden gigantisch groß werden. Weil dann wird es, glaube ich, echt schwierig. Also, wenn es am Anfang knapp ist, ist es mir lieber, als wie wenn es mittendrin knapp ist. Genau. Ja, ansonsten müssen wir halt mal schauen. Jetzt wird der Turm auch gleich ausgestattet hier mit Zeug. Das ist gut. Und Jack baut immer noch Fallen. Sehr schön. Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll, dass wir Fallen noch bauen. Ich glaube auch, die nächste Horde wird nicht lange auf sich warten lassen. Ich vermute aber, die nächste Horde wird wieder aus Flugviechern bestehen, weil die hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Und die sind eigentlich mit am nervigsten, wenn man es mal genau betrachtet, weil ja, die können halt sämtliche Fallen und sämtliche Mauern überfliegen direkt, ne? Das ist halt immer so ein Ding. Die können halt maximalen Schaden anrichten. Wenn sie sich auf einen bestimmten Survivor konzentrieren, kann der ziemlich schnell sterben, tatsächlich. Ken losschicken. Ja, warte, Ken ist gerade noch, oder? Ah, ne, der macht gerade Treibstoff. Warum? Hä? Ken ist gar nicht erholt. Hatte der sich nicht gerade eben noch hingelegt? Der muss sich mal noch hinlegen, nochmal. Der ist zu unentspannt. Der ist einfach viel zu unentspannt. Der muss dann auch noch mal Dart spielen und sowas alles machen. Sonst kriegt er mir noch Nervenzusammenbruch, wenn er unterwegs ist. Die anderen sehen ja ganz gut aus eigentlich. So, er hat jetzt hier auch die Fallen gebaut. Das ist auch schön. Es sind halt viele Baustellen jetzt aktuell wieder, ne? Sora geht verwerten. Nova, was macht die? Die erholt sich. Okay, das ist gut. Hat sie auch mal wieder nötig. Aber sie kann, glaube ich, keine Nervenzusammenbrüche haben, wenn mich nicht alles täuscht. Sie war dagegen, glaube ich, immun. Genau, das war, glaube ich, so. Warte mal. Kann weder weder Nervenzusammenbrüche noch Euphorie, genau. Das ist ja eigentlich ganz gut. Gammelt da was? Ach nee, die warme Abluft von der Wärmepumpe, genau. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich da noch mal eine baue. Wegen Sommer und so. So, jetzt haben sie natürlich den Turret noch nicht gebaut. Aber wir lassen die jetzt erstmal schlafen. Ich will mal vorspulen. Damit wir die Nacht ein bisschen beschleunigen. Weil nachts passiert ja nun nicht so viel in der Regel. Leibliches Wohl plus
Oder halt im Haus bleiben. Die Flieger am besten irgendwo in einer Überdachung aufbauen zum Drunterstellen. Oder im Haus bleiben. Ja, genau. Ich würde fast sagen, wir bleiben einfach möglichst im Haus. Das Beste ist bei den Fliegern, glaube ich, am Anfang erstmal im Haus zu bleiben, wenn sie kommen. Weil die suchen sich dann, glaube ich, trotzdem die Survivor als Ziel im Haus. Aber sobald sie dann von den Turrets beschossen werden, suchen sie sich die Turrets als Ziel raus. Und sobald sie die Turrets als Ziel haben, weil sie ja von denen dann angegriffen werden, kann man die Survivor dann rausbewegen, damit die dann die mit abschießen. Oder damit das dann schneller geht mit dem Abschießen. Weil sonst sind die Turrets nämlich auch ganz schnell platt. Aber prinzipiell ja, dass man erstmal verhindert, dass sie direkt die Survivor treffen können. Das ist eigentlich so ziemlich wichtig. Und dann wäre es vielleicht auch noch schlau, wenn wir es irgendwie noch hinkriegen würden, die Base noch auf Beton umzubauen. Also, dass wir halt Betonfundamente benutzen und sowas alles und Betonräume. Dann können die sich nämlich gezielt dann auch in einen Betonraum stellen, die Survivor. Dann ist dann auch da das Problem nicht so, dass das so schnell kaputt geht. Aber ja, müssen wir mal gucken. Weil Beton umbauen, da müssen wir halt die Möbel rausbewegen aus den Räumen. Das ist halt... Ich weiß nicht, kann man das einfach ersetzen? Nee, das geht nicht, ne? Du kannst es nicht einfach ersetzen. Wenn ich jetzt da Beton machen will, blockierende Objekte steht da jetzt schon. Ja, wobei... Also jetzt sagt er mir nicht, dass was blockiert. Betondach. Ja, Betondach wäre auf jeden Fall sinnvoll. Aber vielleicht sollten wir von unten anfangen, weil die Fundamente sind eigentlich das, was am kritischsten ist meistens. Das Dach und die Fundamente. Die Wände sind, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig. Da gibt es ja immer auch eine, die dann noch übrig ist. Stück für Stück abreißen und neu bauen. Also momentan sieht es aber so aus, als könnte ich das hier ersetzen. Ich probiere das. Ah ne, okay, geht nicht. Nee, lässt er mich nicht klicken. Ja, Stück für Stück abreißen, ersetzen. Wir haben aber trotzdem Möbel, die da an der Stelle stehen, ne? Und Wände, die da drüber sind. Man müsste es ja von unten nach oben erneuern dann. Also erst die Fundamente, dann die Wände und dann... Aber ich glaube, das mache ich offscreen. Das probiere ich mal offscreen, weil es ist mir, glaube ich, in den Episoden ist mir das, glaube ich, ein zu großes Gefrickel, wo mir zu viel schief geht, glaube ich. Dann nachher mache ich nur noch das und das ist dann irgendwie blöd. Bei Fundamenten kann man einfach draußen rum das alte abreißen mit dem neuen umranden. Ja, dafür haben wir aber nicht genug Platz, glaube ich. Oder? Also zumindest hier vorne wird es halt dann ziemlich eng schon. Da müsste man, ja gut, man müsste die Masten ein Stück bewegen, man müsste die Batterie wegbewegen. Dann hätte man natürlich in der Base mehr Platz, ne? Das ist natürlich gar nicht mal so blöd eigentlich. Nebendran am besten neu bauen, das Haus als Lager oder so. Naja, das ist ein bisschen ein großes Lager. Ich würde auch nicht außerhalb der großen Mauern bauen wollen eigentlich. Also außerhalb der Betonmauern. Dann wird es mit der Verteidigung wieder so schwierig, wenn das so weitläufig wird. Ich glaube, ich mache die Taktik, die gerade genannt wurde, dass ich einfach außenrum Betonfundamente setze und dann einfach außenrum quasi ein neues Gebäude baue. Und innen den Kern lassen wir einfach aus Holz und reißen dann einfach nur die Wände drumherum ab. Dann werden nämlich auch die Schlafräume größer. Und dann kriegen die vielleicht auch diesen Bonus, den ich ja jetzt noch nicht habe, weil der Raum ist ja zu klein für den Bonus. Verrottenen Kühe. Ja, gut, ist egal. Genau, dann kriegen die auch den Schlafraumbonus. Warte mal. Wir haben ja jetzt schon Zement. Den Boden kann ich ja eigentlich auch schon setzen. Betonboden. Das können wir ja hier schon mal vorbereiten. Können wir ja direkt mal machen, ne? So zumindest bis zu den Objekten erstmal. Ja, wie gesagt, hier wird es dann halt wegen den Stromdingern ein bisschen schwierig auch. Müssen wir halt ein bisschen zusehen, dass wir die halt irgendwo hinsetzen, wo sie Platz haben. Ja, seit... Alles nicht so leicht hier. Alles ein bisschen eng halt, ne? So an sich. Guck mal, das müssen wir ja dann da hinstellen. Damit wir dann hier den Streifen erweitern können. Ich glaube, das wird eine sehr langfristige Aktion. Wie bei Raft mit dem Floß. Ja, lol. Da ist das ja auch so, stimmt, da macht man ja auch außenrum die Foundations aus Beton. Stimmt eigentlich, ja, ist eigentlich ein guter Vergleich, ja. Das ist richtig. Genau, der Kern ist ja egal, der Kern kann ja aus Holz bleiben, das ist ja, es geht ja nur darum, dass der äußere Bereich quasi besser geschützt ist. Nice. Ja, und wenn man ganz viel Langeweile hat und ganz viel Material, kann man zur Not natürlich auch die Mauern noch mal ein bisschen nach außen versetzen, ne? Nicht genügend Stauraum! So, wie geht's Ken? Ken hat
wenig Entspannung. Warte mal, ich lasse den das hier mal anfertigen noch und dann lassen wir den mal schnell nochmal Dart spielen, sonst rastet der mir hier noch aus. Ich weiß aber auch nicht, ob ich den jetzt direkt nochmal losschicken möchte, weil ich befürchte, es wird bald eine neue Horde kommen. Das ist so ein bisschen das Ding, deswegen, ich würde den jetzt vielleicht erstmal drin lassen noch. Ich habe so irgendwie das im Gefühl, dass jetzt mal wieder was kommt bald. Das ist, bestimmt dauert das nicht mehr so lange. Warte, ich höre hier, aber, ah, hier werden die Fallen gebaut, sehr schön. Flammenwerfer, meine lieben Freunde. Spielbär der Flammenwerfer. Die Kinder stehen auf sowas. Jawohl, nice. Wenn Ecken Windpark, dann mit Masten einen Kreis an den äußeren Wall und mehrere Verbindungen zur Base. Das stimmt, ja. Das sollte ich dann auf jeden Fall auch so machen, ja. Ist dann natürlich auch, wenn dann so ein Mast kaputt ist, so ein Windrad, meine ich, da müssen die natürlich auch für die Reparatur ganz schön weit laufen, ne? Bau mal zuerst den, das Maschinengewehr, bitte. Damit wir da mal noch ein Rohr haben, was uns beschützt. Uiuiui. Ich glaube, das ist schon wieder so ein bisschen so ein Vorbote, dieses Donnern. Das heißt immer nichts Gutes. Es kommt auch immer so ein bisschen aus Richtung Mond. Da kocht wahrscheinlich was. Das ist ja auch der Mond, nochmal zur Erklärung. Die Monde triggern ja die Ereignisse. Und das ist der Mond, der einem viel Zeit lässt zur Vorbereitung. Aber wenn er dann was triggert, triggert er das besonders groß. Also besonders schwerwiegend dann. Ne? Also auch die Horden werden dann... Es ist zwar mehr Abstand zeitlich zwischen einer Horde, zwischen der ersten und der nächsten, aber die nächste, die dann kommt, ist dann noch größer, noch deutlich größer als die nächste. Ah, es ist ein Gewitter, okay. Das ist natürlich ein Ding, aber wir haben ja überall hier Blitzableiter. Außer halt hier außerhalb, ne? Aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man sowas hier mit Blitzableitern überhaupt schützen muss. Also ja, Eckenwindpark war so eine Idee, die wir hatten, dass wir halt sagen, wir bauen einen Windpark in die Ecken rein, wo auch kein Turret hinschießen kann, weil dann nämlich die Turrets keinen toten Winkel durch die Windräder haben. Ne, weil so ein Windrad macht ja tote Winkel, weil das ja ein Riesenobjekt ist, was irgendwo steht. Und es blockiert ja die Sicht vom Turret, dass wir sagen, wir machen das in die Ecken außerhalb einfach. Müssen wir halt dann nur eine Stromleitung hinlegen. Das ist dann so ein bisschen die Achillesferse an der Stelle. Also das heißt, wir müssen dann mehrere Stromleitungen zur Base hinlegen einfach. So, das Geschütz ist schon mal zur Hälfte fertig. Schon mal gut. Was macht Nova? Nova macht gar nichts. Kannst du nicht irgendwie bauen oder so? Rettet Sora. Oh nein, Sora wurde vom Blitz getroffen. Oh, shoot. Oh, shoot. Blitzschlag. Ohnmächtig. Na toll. Aber Nova ist schon dran. Hoffentlich wird die jetzt nicht auch noch vom Blitz getroffen. Da kann man mal sehen, wie wichtig Blitzableiter sind, ne? Das ist schon übel jetzt. Lauf! Oh Gott, jetzt geht's erstmal richtig los, ey. Schnell! Rette sie, rette sie! Ken entspannt sich. Ken geht spazieren, ja. Er genießt das Wetter, ey. Ich werd wahnsinnig. So, jetzt sind sie im Radius vom Blitzableiter. Jetzt geht's, alles gut. Alles gut. Also ja, für Sora irgendwie noch nicht so. Solange sie keine bleibenden Schäden davon trägt, ist ja alles gut. Nein, Ken! Du Irrer! Mach was anderes! Was kann Ken denn machen? In der Base, warte mal. Ich weiß es gar nicht. Was kannst du denn eigentlich? Du kannst doch hier Sachen herstellen, oder nicht? Ach, da hat er schon gemacht. Grenzwert erreicht. Komm, mach mal hier nochmal. Mach mal lieber nochmal Treibstoff. Geh mal wieder rein und mach mal Treibstoff. Nicht beim Gewitter draußen rumlaufen. Das ist nicht so schlau. So, da ist er wieder im Blitzableiter-Radius, Gott sei Dank. Jack baut Falle. Das macht er hoffentlich hier vorne. Ja, okay, das macht er hier vorne. Alles gut. Da kann er von mir aus rumlaufen. Das ist okay. So, was ist nun? Sender steht untätig rum. Kann der die nicht heilen? Sora verpflegen, nicht genug Nahrung. Was? Das ist mal eine Lüge. Kann man die nicht behandeln, wenn sie Blitzschlag hatte? Scheinbar nicht. Dann müssen sie das wohl aussitzen, im wahrsten Sinne.
Blitze schlagen nie an derselben Stelle nochmal ein. Willst du das wirklich ausprobieren in Stranded Alien Dawn? Ich weiß ja nicht, ey. Nova geht jetzt auch plündern. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so schlau ist. Nova, was kannst denn du eigentlich so machen? Du kannst auch anfertigen eigentlich. Heilung, Physiologie. Ja gut, sie müsste eigentlich tatsächlich plündern. Aber ich glaube, ich drafte sie jetzt einfach mal und lass sie einfach mal kurz hier stehen, damit sie mir dann jetzt nicht rausrennt. Dann warten wir einfach mal so lange. Kann sie sich nicht irgendwie vergnügen oder so? Ich kann sie, ich leg sie mal schlafen, warte mal. Ich leg sie mal schlafen, hier. Nova, die kann mal sich hier hinlegen. Dann kann sie sich ein bisschen regenerieren. Was machst du denn jetzt, Rita? Willst du jetzt ernsthaft da Sachen anpflanzen? Willst mich doch rollen hier. Warte mal, stopp, stopp, stopp. Da müssen wir nichts anpflanzen. Lass das. Geh forschen. Wir müssen forschen. Wir müssen die Materialgenerierung aus Energie erforschen. Das ist viel wichtiger. Das ist viel, viel, viel wichtiger, als da irgendwas anzupflanzen da hinten. Das ist aber auch ein Mistwetter. So ein richtiges Sommergewitter, ey. Krass. Hoffentlich kommt jetzt keine Horde, wenn Sora ohnmächtig ist. Ah, sie ist schon wieder Blitzverletzung. Was stand da? Blitzverletzung. Vorübergehende Nerven- und Muskelschäden, die durch einen Blitzschlag hervorgerufen werden. Na toll, sie können dauerhaft werden, wenn der Patient erneut elektrifiziert wird. Okay, also da müssen wir jetzt aufpassen, dass Sora nicht nochmal einen Blitzschlag abkriegt, sonst hat sie ein großes Problem am Hals. Bewegung und Manipulation sehen nicht so gut aus. So, okay, jetzt ist Gewitter vorbei, wie es aussieht. Mann, und das, obwohl ich die ganze Base schon abgedeckt habe mit Blitzableitern. Ja, guckt euch das mal an, aber nur halt außerhalb nicht. Jack hat Baustufe 6, Stufe 8 erreicht sogar schon, krass. Nice, nice. Stufe 8 ist schon mal beachtlich. Beachtlich. Oh Gott. No pun intended. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann können wir ja den Ken jetzt eigentlich losschicken, ne? Fälle und Erholung. Ah ne, Quatsch. Den wollte ich ja eigentlich drin lassen wegen Horden. Ja, wäre schon eigentlich ganz praktisch, wenn wir noch ein bisschen. Wir haben schon wieder nur noch 80 Scrap Metal. Dafür haben wir 129 Metalllegierung. Also Fallen bauen wird jetzt, glaube ich, schon wieder ein bisschen eng. Ich glaube, ich baue noch Flammenwerfer jetzt. Wir bauen mal. Ja, das ist die Frage. Wir haben ja noch ganz schön viele Eingänge. Vielleicht mal hier hinten nochmal Flammenwerfer aufbauen auch. Mal auf der anderen Seite. Ist vielleicht auch keine so schlechte Idee jetzt. Ah, okay, da geht's gar nicht. Das ist ja blöd. Wegen dem Gefälle wieder. Das blöde Gefälle, ey. Da müsste man die Tür ein Stück noch nach drüben versetzen. Warte mal, dann... Dann machen wir das halt mal. Warte. Dann müssen wir den da hinsetzen. Und dann setze ich einfach mal den dahin. Und die Tür muss dann halt eins rüber halt. Du musst Pflanzen wieder anmachen. Nee, ach, das lasse ich hier auch. Das ist ein unwichtiges Feld. Von dem Zeug wächst hier sowieso auch überall was. Das brauchen wir da eigentlich gar nicht. Das kann man auch wegmachen. Ich wüsste auch, guck mal, wir haben hier so viel von dem Zeug noch eingelagert. Das vergammelt auch nicht. Also, ja, das ist unwichtig. Ich weiß auch gar nicht, wofür wir das überhaupt brauchen. Ich glaube, das ist nur, wenn du am Anfang halt ein paar Materialien auf eine andere Art nicht machen kannst, dann brauchst du dieses Zeug dafür. So, genau. Dann ersetzen wir das hier jetzt gleich. Guck mal, er braucht auch viel länger, um das Tor abzureichen. So, interessant. Bei Ecken Strom auch eine Batterie pro Ecke. Ich weiß nicht, ob ich die Batterien wirklich so weit außerhalb hinstellen will. Wenn die repariert werden müssen. Ich meine, ja, langfristig werde ich wahrscheinlich nicht drum rumkommen, aber... Vielleicht wirklich erst, wenn uns der Platz komplett ausgeht in der Kolonie, so innen drin. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Weiß ich jetzt noch nicht. Das ist eh erstmal noch weit weg. Da haben wir das Material auch gar nicht dafür momentan.
Das wird eher schwierig. So, warte, da kann ich hier jetzt schon mal den Boden ausdehnen. Genau, wie gesagt, der Plan ist, dass wir hier das Gebäude ein bisschen erweitern und die Außenmauern einfach durch Beton ersetzen. Mal gucken. Dann haben wir ein bisschen nochmal eine stabilere Basis. So, wie sieht's aus? Sora ist jetzt fast wieder auch hochgeheilt. Was macht denn hier so schmatzende Geräusche? Ach so, die ernten die Kürbisse, oder? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, wer schmatzt denn hier so hässlich? So, ich beschleunige mal ein bisschen. Sora hat gleich wieder was geplündert. Was hat sie geplündert? Ja, Scrap Metal, oder? Ja, nimm es doch gleich mit, als. Ja, ich lasse es einfach liegen. Egal. Dann lass halt liegen, genau. Und Ken hat wieder Treibstoff hergestellt. Das ist jetzt auch wichtig. Treibstoff muss immer schön produziert werden. Weil, wenn die Flammenwerfer natürlich leer geschossen werden, dann müssen die auch aufgefüllt werden zwischendrin. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier werden noch Fallen gebaut. Hier müssen die Balustrade verschoben werden. Genau. Ja, schauen wir mal. Eigentlich müsste man die Fallen eher noch hier ein bisschen machen. Warte, da macht man hier zwischendrin auf jeden Fall noch welche. So. Und dann hier nochmal welche. So viel Scrap Metal haben wir ja gerade noch. Ja, aber das sieht erstmal gut aus. Soweit, so nice. Mal ein bisschen vorspulen jetzt. Schlafen eh gleich alle. Ken fertigt an, sehr gut. Ken, bist du ausgeschlafen? Nicht wirklich. Aber er entspannt sich zumindest mal von alleine. Ich glaube, ich muss noch mal gucken, ob die Zeitpläne passen. Ich glaube, da kann ich noch ein bisschen was optimieren dann. Mache ich jetzt aber nicht. Wie viel ist denn hier noch zu plündern eigentlich? Noch eins und dann müssen sie verwerten, okay. Dann haben wir hier noch mal einen Wrack. Da können wir auch noch mal plündern lassen. Da kommt auch noch mal ein bisschen Zeug raus. Ja, aber wie gesagt, sonst sieht das eigentlich gut aus. Ja, Silizium müssen wir mal irgendwie schauen, dass wir das vielleicht noch einlagern. Dann können wir da auch noch Mikrochips und so herstellen. Haben wir jetzt hier schon mal 100, hier haben wir 5. Hier gibt man noch ein bisschen Platz. Da wird auch schon was eingelagert. Kann man denn schon irgendwie was Sinnvolles herstellen hier beim Löten? Nee. Da braucht man zu viel Legierung noch dafür. Die würde ich jetzt erstmal in die Defensive investieren. Wir haben auch noch CPUs auf Lager und auch noch Electronics. Das reicht erstmal noch. Bevor wir da jetzt anfangen, was herzustellen, würde ich das erstmal anders anlegen. So, wunderbar. Wie sie eine Falle bauen und dann wieder zum Essen gehen, ey. Mann, Mann, Mann. Die üblichen Kleinigkeiten hier bei Alien Dawn. Ne, warte mal, Rita, 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 mach mal Erholung. Ach, hä, hat sie nicht geschlafen? Das ist manchmal echt komisch. Ich glaube, ich muss wirklich noch mal gucken, ob die auch wirklich schlafen und so. Ich glaube, die überspringen auch mal eine Nacht und schlafen einfach mal nicht. Sender kann ja dann eigentlich auch anpflanzen. Das muss ja die Rita nicht machen. Rita sollte lieber noch die 6% erforschen, die uns hier noch fehlen bei der Technologie. Ich möchte nämlich gerne mal die Replikatoren jetzt mal machen auch. Das wäre mal ganz wichtig. Das wäre schon nice, wenn wir das mal hinkriegen würden. So, ich mache mal Beschleunigung an. Das dauert mir gerade alles ein bisschen lange. Aber sieht doch gut aus. Ich bin mal auf die nächste Horde gespannt. Ich bin mal gespannt, was dann da kommt. Oh, warte mal, der Turret ist ja noch nicht am Netz dran. Ahahaha. Das müssen wir natürlich richtig einstellen hier noch, ne? Sonst ist der ja permanent an. Das zieht ja hier Strom aus sonst. Warte mal, wer von denen kann das jetzt machen? Das lassen wir mal Sora machen. Die ist gerade. Die hat ja sich auch nicht erholt, ey. Zufriedenheit 30%. Und die war ja auch noch vom Blitz getroffen.
Dann lasse ich die jetzt direkt erstmal auch schlafen noch. Baut Falle. Nee, 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 nee. Du machst mal hier das, die Maschinengewehreinstellung. Und dann gehst du schlafen. Nicht, dass die mir noch einen Nervenzusammenbruch kriegt. Wir müssen jetzt schauen, dass wir da jetzt nichts anbrennen lassen, was das Wohlbefinden von den Leuten angeht. Weil wenn die nämlich jetzt nicht ausgeschlafen sind oder ein schlechtes Wohlbefinden haben und dann kommt eine Horde, das ist dann richtig schlecht. Dann ist die Kampfperformance nämlich auch nicht so gut. Hier, Ken kann auch nochmal sich ins Bett legen eigentlich. Der ist mir auch ein bisschen zu ausgepowert. Und Jack kann sich dann mal entspannen, der kann dann mal irgendwie Spaß haben. Der kann mal Dart spielen direkt. Genau, sie ist entspannungsmäßig jetzt auch nicht so geil drauf. Dann mach du mal auch Musik noch, genau. Sie schläft. Sie schläft jetzt nicht. Okay, sie... Moment, welches Bett ist deins? Hier, das hier. Geh du mal in dein Bett und schlaf mal. Also wir müssen mal die Bedürfnisse jetzt mal wirklich im Auge behalten. Auch wenn das jetzt ein bisschen den Tagesablauf vielleicht durcheinander würfelt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist wichtig. Ken schläft, sehr gut. Dann können wir nämlich auch mal ein bisschen beschleunigen jetzt. Sehr schön, sehr schön. Können sie sich mal ein bisschen regenerieren. Wie gesagt, ich gehe schwer davon aus, dass wir bald die nächste Horde kriegen. Es war lange schon wieder keine. Nova hat nichts zu tun, dann erhol dich. Ist bereits erholt. Was, bei 61%? Ah ne, warte mal, das ist ja... Moment, schlafen. Genau, leg dich mal hin und schlaf du auch nochmal. Immer schön schlafen. Und Jack hat nichts zu tun? Das glaube ich nicht. Ich wollte es gerade sagen, genau. Der kann doch da die Falle machen. Es gibt immer was zu tun hier. Vor allem für die Baumeister gibt es immer was zu tun. Baut Boden. Baut doch lieber erstmal die Verteidigung. Na egal. Dann mach den Boden zuerst, wenn es dir Spaß macht. Genau, und dann gucken wir mal, dass wir hier noch die Öfen ein bisschen nach vorne setzen. Die laufen ja sowieso gerade nicht. Das können wir mal dann so machen hier. Und dann können wir da nämlich auch noch Zement legen. Hier bei der Treppe wird es halt ein bisschen schwierig mit dem Zement legen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber eigentlich brauchen wir die Treppe, glaube ich, auch gar nicht. Die müssten trotzdem auch ins Haus reinkommen, auch ohne die Treppe. Das ist jetzt dann wirklich kein großer, keine große Lücke da. Jawohl, er baut Flammenwerfer. Sehr schön. Immer schön die Flammenwerfer aufbauen. Ganz wichtig. Nova. Okay, Nova hat schon wieder geplündert. So, wie geht's Sora? Sie ist ja echt verlangsamt immer noch, ne? Die hat immer noch die Blitzverletzung, ist immer noch viel langsamer. Das ist halt auch schwierig, wenn sie jetzt zum Beispiel weit wegläuft und es gibt eine Horde und sie muss zurück, dann ist sie ja voll langsam erstmal, bis sie dann wieder da ist und so. Ich finde, sie sollte die Base einfach gar nicht mehr verlassen. Sie sollte erstmal drin bleiben und gar nicht irgendwo hingehen. Sonst kann das echt übel ins Auge gehen, glaube ich, wenn sie zu weit weggeht. So, warte mal, Entspannung, du kannst mal Dart spielen. Dart spielen und dann, ja, vielleicht den Boden bauen oder so. Jack muss ja gleich schlafen gehen. Kann er eigentlich gleich mal machen. Das war ja hier sein Bett, genau. Nee, du gehst mal pennen jetzt. Du gehst mal gleich direkt pennen. Ich will hier niemanden mit schlechter Laune rumlaufen haben. Hauswände dann auch aus Beton. Richtig, genau. Also erst der Boden. Wie gesagt, wir müssen ja von unten nach oben anfangen. Erst der Boden, dann die Wände, dann das Dach halt, ne? Das ist der Plan, das ist die Reihenfolge. So, sie baut Flammenwerfer. Nee, du baust mal hier den Boden jetzt. Flammenwerfer kannst du dem Jack machen lassen. Wie lange hält denn dieses mit dem Blitz jetzt eigentlich noch an, mit dem Blitzdings? Nerven- und Muskelschäden... Steht gar nicht dabei, ne? Und wir haben wieder Scrap Metal, zumindest ein bisschen was. Ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein mit den 18 Einheiten, aber immerhin. 79 haben wir. Ein paar Fallen müssen auch noch gebaut werden. Dann geht da noch ein bisschen was raus. Nein, Sora, warum gehst du raus? Nein, stopp, 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 stopp. Bau mal hier das, den Betonboden und nicht da hinten die Flammenwerfer.
Sie bewegt sich halt echt wie in Zeitlupe, nachdem sie vom Blitz getroffen wurde, ey. Oh Mann. Ja, dann geh ich mal hier lang und bau mal hier den Betonboden auf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dabei sollte doch so ein Blitzschlag eigentlich sehr elektrisierend sein, habe ich gedacht. Scheint ja wohl das Gegenteil zu sein. So, gleich haben wir die Materialerzeugung. Die Replikator-Technik erforscht. 7 Tage hat das gedauert, das zu erforschen. Ich will es mal betonen, ja? 7 Tage. Eine ganze Woche. Und das findet ja nicht am Stück statt. Das heißt, wir haben da bestimmt jetzt so 10 Tage dran geforscht schon. Und das ist schon ganz schön krass. Ich glaube, das ist mit einer der längsten Forschungsdinger, die du machen kannst. Nein, du sollst den Flammenwerfer nicht bauen. Willst du mich eigentlich rollen? Du sollst den Betonboden bauen, Mann. Krieg ich eine Krise hier. Da krieg ich Plack schon wieder, ey. So, bauen wir da jetzt dann noch die Dings hin. Genau, das können wir hier mal alles nach vorne verschieben jetzt. Beziehungsweise, oh, warte mal. Nee, warte, das brechen wir nochmal ab. Hier müssen wir irgendwie mal gucken. Das ist ein bisschen wenig Platz hier. Das müssen wir vielleicht eher dann hier drüben hinstellen, würde ich sagen. Sonst kommen die da gar nicht mehr durch, glaube ich. Sowieso eine gute Idee, das mal ein bisschen besser zu verteilen noch. Immer noch keine Horde. Es ist ein bisschen beeindruckend gerade, muss ich sagen, dass immer noch nichts kam. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn das so lange dauert. Das kann bedeuten, dass die nächste Horde exorbitant riesig werden könnte, tatsächlich. Der Mond lässt etwas Böses erahnen. Oh nein! Das ist, glaube ich, schon so ein Vorbote. Oh ja, der sieht auch irgendwie ziemlich... Der sieht ein bisschen rot aus. Das kann jetzt natürlich auch der Sonnenaufgang sein, aber irgendwie... Nee, das sieht schon ein bisschen bedrohlicher aus. Selbst meine Survivor sagen schon, dass das nicht gut ist, wenn das so lange dauert, bis die nächste Horde kommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kommt bestimmt was ganz Schlimmes. Ich weiß es. Bestimmt eine riesige Horde Flugviecher. Hundertprozentig. Nicht den Flammenwerfer, nicht die Mama Betonboden bauen. Aber sie ist jetzt schon wieder schneller, oder? Hat aber immer noch Blitzverletzungen. Naja. Ken geht verwerten. Warte mal, ist das eine gute Idee? Fülle. Naja. Ach, lassen wir ihn mal verwerten gehen von mir aus. Das Böse ist coming. Ja, aber sowas von. Das Böse. Evil, meine lieben Freunde. Evil kommt. Dr. Evil. Bauen wir mal die Batterie dahin. Ja, oder warte. Vielleicht lieber ein bisschen hier, so hier drüben, da wo die Turrets sind. Falls da mal Viecher hinkommen, dass das nicht direkt hier am Eingang steht. Ist vielleicht ganz schlau. Evil Knievel. Ich war nie in Star Wars. So, da kommt er hier. Guck mal, da holt er, also die Rita hier, die holt sich die Kürbisse jetzt rein, genau. Das ist doch ganz super. Warum holst du dich eigentlich von außen? Kannst du auch die nehmen, die hier eingelagert sind eigentlich. Ist auch manchmal komisch. Machen die eigentlich noch eingewecktes Gemüse? Ja, mach mal hier gleich die Grenze noch mal ein bisschen höher. Selbstzerstörungswarnung. Oh, große Raumschifftrümmer sind in der Nähe abgestürzt und senden seitdem ein weitreichendes Alarmsignal über die bevorstehende Selbstzerstörung aus. Offenbar hat sich während des Absturzes ein Selbstzerstörungssystem aktiviert. Das Lager ist weit genug vom Wirkungsbereich der Explosion entfernt, aber vielleicht gibt es dort etwas zu bergen. Wie lange dauert das noch? Ich will jetzt aber niemanden da hinschicken. Ich weiß genau, das kommt gleich... Ein Tag! Oh! Naja, okay, warte. Wenn das so ist, dann... Das ist doch gewollt. Das ist doch gewollt, dass ich jetzt den Ken da hinschicke, weil das Spiel genau weiß, hey... da kommt gleich eine Horde. Wir wollen mal, dass er einen Survivor weniger hat. Bestimmt. Es kann ja nur das sein. Alleine schon diese knappe Zeitfenster von einem Tag. Das weist ja schon deutlich darauf hin.
Naja, egal, dann. Wir haben ja eine Verteidigung, die ganz gut ist eigentlich. Müssen wir halt jetzt schauen, wenn dann Ken weg ist, dass das halt passt. Müssen wir halt aufpassen einfach. Nova könnte sich vielleicht auch mal wieder entspannen, aber die geht jetzt verwerten. Naja, gucken wir mal, was bei rauskommt. Jack baut die Verteidigung, das ist gut. Und Sora baut jetzt doch den Flammen. Er hat sie sich doch durchgesetzt. Mann, Mann, Mann. Immer mit dem Kopf durch die Wand. So, den Mast müssen wir ein bisschen versetzen noch. Dann können wir da schon mal hier noch den Boden bauen. So. Dann sind wir fast einmal rum im Fundament. Dann können wir dann die Wände auch anfangen. Aber so ist es schon mal gut. Ich glaube, wenn jetzt Gegner kommen, können die schon mal die Fundamente nicht mehr wirklich angreifen. Das ist, also die müssen sich erstmal durch den Zement durchfressen, bevor sie an die Fundamente rankommen. Schon mal gar nicht so schlecht. So, das ist auch gut, die Stelle da mit den Fallen. Und Ken ist damit jetzt auf dem Weg. Lol, er isst seine Verpflegung direkt auf. Was? Geräte ohne Strom? Was? Ach so, ja, wegen dem, weil ich den Mast umgesetzt habe. Alles gut, alles gut. Ich habe gerade schon einen Schreck gekriegt. Dachte schon, hä? Was ist jetzt los? Kann eigentlich nicht sein, dass die keinen Strom haben. Genau. So, schön hier bauen, genau. Da müssen wir das hier noch irgendwie umplatzieren noch. Und dann sind wir ja fast einmal rum. Und das passt dann eigentlich. Gleich kommt dann Skynet. Ja, mindestens. Irgendwas ganz Schlimmes kommt bestimmt. Ich kann ja mal zeigen, wie das jetzt mittlerweile aussieht hier. Das sieht doch nett aus. Es ist auch schön, wie das jetzt auf dem Fundament steht, das Gebäude. Also zumindest optisch. Schöne kleine Militärbasis. Mit einer Baracke in der Mitte. Und an dieser Stelle endet diese Folge Stranded Alien Dawn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Stranded Alien Dawn, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.